Ja, moinsen! Damit herzlich willkommen zu Bulakis Sportstudio. Hier live aus Hannover. Mit dabei im Wettfressen Jenny. Mahlzeit. Die sich gerade eine Pizza reinschiebt, die sie gerade bestellt hat. Und ich muss hungernd ein Let's Play aufnehmen für meine Zuschauer. Selber schuld. Ich will starten. So, Jenny ist noch ein bisschen leise, weil sie gerade am Essen ist. Also ich sehe schon gleich ein paar Neuerungen hier. Zum Beispiel der Chat ist ein bisschen anders. Es gibt jetzt einen Team-Chat, also da könnte man eigentlich mal auch mal so geile 2-gegen-2-Kämpfe machen gegen andere Online-Spieler. Ups. Da hat Jenny total Bock drauf. Total. Die zwei Oberprofis der Oberliga Nord kämpfen gegen bestes Schiffe versenken Wetter gegen andere Profis an. So, wir haben uns jetzt das DLC geholt. Oh, das ist jetzt die erste Aufnahme-Session mit DLC. Das ist ein bisschen scheiße, weil ich habe ja noch eigentlich noch 3 Folgen auf dem Rechner, die ich irgendwie immer hochladen muss. Was ein bisschen scheiße ist. Was? Weil du so viel Naruto hochgeladen hast. Ja, geil, das habe ich deine Abo-Box auch voll gespammt. Ja, volles Rohr. Ja, cool. Nee, eigentlich nicht, aber egal. Da kam ich leider, und hast auch alle erst angeschaut und geliked, ja? Ja, total. Mhm. Alle. Nicht. Für alle Spieler erhältlich. Möchtest du ihn für dein aktuelles Spiel aktivieren? Was ist das für eine komische Frage? Wenn ich jetzt Nein klicke und Jenny Ja, dann spielen wir asynchron oder was? Ich wurde gar nicht gefragt. Achso, die Frau wird gar nicht gefragt, okay. Alles sofort der Mann so. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja. Spielstand gespeichert. Das ist ja alles. Ich frage, wer darf die große Insel besetzen? Hä, wie? Pläne für neue Was? Eine Expedition nach Kap Trelleven, ey. Eine riesige Insel im gemäßigten Süden. Was? Achso, müssen wir jetzt erst eine Expedition dorthin machen? Yep. Achso. Ich habe die Expedition noch nicht bekommen. Irgendwie werde ich ausgeschlossen. Ha! Ja, geil, Jenny, ne? Wie war das mit? Wer wird die Insel bevölkern? Hm? Mein Schlachtschiff campt hier so rum? Ich habe hier so viel Grau auf dem. Achso, das sind die. Ein fremdes Juwel der Krone. Das ist ja alles schön und gut. Wo habe ich denn meine ganzen 1000 Frachtschiffe hin? Abgeparkt. Hier sind so ein paar. Achso, ein paar sind glaube ich noch auf. Wieso ist da oben alles orange? Achso, die Sterne sind jetzt viel dicker auf der Karte markiert, so für ganz dumme Blinde, dass es jeder sieht. Also für dich. Ja, nö. Ich brauche noch keine Brille. Ich hab schon eigentlich, das reicht. Landwirt. Unterhaltskosten, ist ja langweilig. Scheiße. Kacke braucht kein Mensch. Aber wo sind denn jetzt hier meine tollen Frachtschiffe? Ja, gut, dass du gerade da bist. Ups. Warte mal. Alter, da brauchst du eigentlich. Da brauchst du ja gar kein Frachtschiff für sowas. Ich drück schon wieder falsch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Warte mal. Ups, wo ist was? Das da. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Ich fahr auch gerne mein Dings aus, was? What the fuck? Mein Fernrohr, Mensch. Nein. Achso. Ich bin gerade in die neue Insel rüber geswitcht und habe auf jeder Insel ungefähr 2, 4, 6, 8 Sterne. Und alle kannst du nicht anklicken. Weiß ich noch nicht, keine Ahnung. Was? Ach, Taschenuhren. Wieso verkaufe ich? Achso, ich verkaufe die, weil die so viel Geld bringen. Ja, stimmt ja. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Schnauze. Das ist ja Geschickscheiß. Was brauche ich noch? Keine Ahnung. Stahl brauche ich nicht. Wieso habe ich so viel Stahl? Wow. Eisenerz geht auch voll die Kanne ab.
Ah, ich muss gleich in Capogane gucken, ob da alles noch richtig. Boah, mein Auge tränt. Bekommst du auf deiner Expedition irgendwie auch wieder ein Schiff oder was mitbauen kannst? Ein Konto zum Beispiel? Jenny! Was denn? Es leckt gerade, ich hab dich nicht gehört. Bekommst du auf deiner Expedition da dann auch ein Schiff, wenn du dort drüben angekommen bist? Nein. Musst du den Scheiß selber mitbringen oder was? Ich glaub, du wirst empfangen von der Königin. Hab ich gar keinen Bock drauf, die Alte zu treffen. Quatschen wir so viel rum über Hunde. Ja, wenn es so ist. Kann man da überhaupt ein Konto bauen? Ja. Und wie machst du das ohne Lehm und Holz und so? Leckt's schon wieder oder hörst du mich nicht? Nee, der Typ hat gerade mit mir geredet. Ja, ich habe ja auch gerade Expedition in mir. So logische. Ich komme nicht zur Expedition. Geil! Expedition kehrt zurück! Geilo! Geilo! Ja. Geilo! Alles episch! Wie geil ist das denn? Ja, das haben sie auch geändert. Ja, sehe ich. Haben ein bisschen die Chance erhöht, wa? Irgendwelchen geilen Zeug zu finden? Ich meine, hey, klar. Ne? Klar. Du hast da so viel Scheiße immer gekriegt. Ja! Was hast jetzt du hab denn? Ich auch die Expedition. Ich hab die Expedition, glaube ich. Es gibt so viele Sachen, die ich irgendwie fragen muss. Die zum Beispiel. Das sind nur Arbeitskräfte, das ist ja scheiße. Okay, das ist nicht die richtige Expedition. Oh, ich hab hier so einen fetten Popel auf meinem Radar, was ein Stern ist. Gleich mal wegschmieren, warte mal, wo ist denn der? Da! Niemand anderes verdient dieses. Oh, ich hab ein Geschenk. Achso, der hat ein Geschenk. Einfach so. Ja. Geschenk. Wo ist mein Geschenk? Bin bereit. Hä? Wieso wird mir das angezeigt? Ich bin doch schon unterwegs. Die Menschen lassen sie hoch. Zeitung? Aufgabenbuch? Oh, die Kisten werden jetzt auch markiert für ganz dumme. Ein freudvolles Abbild von ihnen. Was für Kisten? Ja, wenn solche Bewohner eine Aufgabe für dich haben. Ach so. Weil früher wurden diese dir ja nicht angezeigt. Da habe ich ja teilweise in der ersten Folge da irgendwie 1000 Jahre gesucht da nach der Kiste. Glaube ich zumindest. Wieso habe ich eigentlich nur 28 Bauern? Ich habe doch hier einen Pendler, Kai. Und der ist doch hier mit verbunden, oder nicht? Hier, und hier habe ich doch... Wunderschön. Ich hatte doch letzte Aufnahmesession noch über 500 Bauern. Weil ich hier diesen Scheiß da fertig gemacht habe. Oder, Also, das ist problematisch, also wenn ich da. Die Zeit dazwischen ist so krass. Ja, das Problem ist, dass ich halt die letzten drei Folgen noch nicht gerendert habe und ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ansonsten hätte ich mich daran immer schön orientieren können. Das kann ich dir leider auch nicht sagen, was du da gemacht hast. Warum nicht? Oh. Ist mein scheiß Schiff jetzt endlich unterwegs oder hängt es irgendwo fest, so wie bei Gronkh? Apropos Gronkh, der hat auch irgendwie keinen Bock mehr auf Anno. Der kann momentan nicht. Dem hat's Spiel zerschossen. Ein neuer Auftrag. Das hat er im Stream gesagt, soweit ich das mitbekommen habe. Wieso wird mir die Expedition hier immer noch als 1 angezeigt? Ich weiß nicht. Achso, du bist das, okay. Ja, tschüss. Raus mit dir. Wiedersehen. Will ihn nicht mehr sehen. Aber vor See. Wo dich keiner findet. Ja, ich habe auch einen Kommentar gekriegt, keine Ahnung, ob du den gelesen hast.
Was soll das heißen? Du brauchst eine Menge Einfluss für diese scheiß DLC-Kacke. Stimmt das? Keine Ahnung, ich habe das DLC nicht gespielt. Ich habe nur die Quest gemacht, beziehungsweise die Expedition in die neue Welt. Ja, in der neuen Welt sind wir schon seit 200 Jahren. Na ja, in der Trelawney, oder wie die heißt. Das muss ich abreißen. Das geht nicht anders. Genau. Da war ich halt. Und dann habe ich aufgehört. Ja, sorry Leute, die Vorstellung ist vorbei. Verpisst euch, die Tiere sind frei. Ich schreibe gerade eine Postkarte. Ich brauche nur noch jemanden, der sie zustellt. Stadtattraktivität ist minus 66? Wie habe ich denn das geschafft? Aber es ist trotzdem eine gewöhnliche. So außergewöhnlich, so wie es gewöhnlich sie eben sein kann. Und nie wieder. Achso, ja cool. Die Umweltverschmutzung toppt natürlich alles. Müssen die Leute ein bisschen länger die Luft anhalten. All die sagenhaften Länder. Eine neue Expedition ist verfügbar. Ja! Piratenjagd, toll, ein Stern, tschüss, piss dich. Es gibt so viel. Also zwei Köpfe könnte ich mir natürlich jetzt auch vorstellen, wenn sie das tatsächlich gebufft haben oder so. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich war. Was ist überhaupt mein Ziel jetzt gerade? Ich habe auch gerade keine Ahnung. Das ist irgendwie jedes Mal dasselbe. Ich weiß nicht, wo ich so richtig anfangen soll. Ich meine, ich wollte ja hier, glaube ich, den Scheiß noch mit Bier versorgen und Nähmaschinen, aber ich weiß noch nicht genau wann. Und ich brauchte hier dringend Tortillas. Wenn ich das richtig nur im Kopf hatte, da habe ich nämlich auch so ein kleines Problem gehabt. Ich glaube, das Problem habe ich immer noch nicht behoben. Doch, 62 ist und mehr. Oh Junge, ich habe hier ein Fischproblem. Die sind so glitschig, die... Tschüss! Zurückkehren. Bin ich mal gespannt, was der Kapitän so ans Licht bringt. Eldorado, ist das nicht ein Fisch? Ich bin sicher, wir können noch mehr tun. Ja, Melonen. Jenny, hast du ein paar Melonen für mich? Yep. Ah. Heute schon wieder so einen typischen Witz gebracht, aber den erzähle ich hier nicht. Nicht on stream. Du hast einen komischen Witz gemacht? Nein. Einen seltsamen, einen typischen Teenie-Witz. Was bist du für einer? Ach, warte mal, dann kann ich hier nicht benutzen. Die Jungs haben sich drüber gefreut. Ach so, also nur, dass du einen Witz erzählt hast? Nein, ich habe keinen Witz erzählt. Ich habe Dinge getan im Lager. Und die Jungs finden das toll. Hi. Den Arsch auf den Kopierer? Nein. So einen großen Kopierer haben wir nicht. Ist dein Arsch so groß? Du bist so ein Wichser. Das hast du jetzt gerade gesagt. So einen großen haben wir nicht. Ja, um das geht's gar nicht. Oh Mann. Ja, die Jungs fanden das total toll. Also ich würd das toll finden, wenn du das machen würdest. Du bist ein Vollhorst. Warum nehme ich gleich nochmal mit dir auf? Weil es so unfassbar lustig und Spaß macht. Toll. Yeah. Masturbiert heimlich in der Ecke. Nein. Will ich aber auch toll finden. Es ist, nein, ich verallgemeiner das mal. Das ist etwas, was Jungs toll finden würden. Genau. So. Da will ich nicht der einzige Arsch bin. Wieso steht hier ein Schiff rum? Tschüss. Was sagt's? Achso, du wolltest das in der Aufnahme jetzt nicht verdeutlichen? Nein, ich möchte es hier nicht verdeutlichen. Ach, schade. Tja, Leute, sorry, aber, ihr könnt nichts machen. Aber die dabei waren, die fanden es sehr lustig. Die Leute würden auch gerne lachen. Gott richtet jeden, nee. Etwas zu verbergen haben. Die dürfen, die, weißt du, die Gedanken sind frei. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die dachten, dass wir gedacht haben, dass sie denken wollen, dass wir denken? Denkst du das? Was? Ja. Lassen wir das mal so stehen. Kacke alles. Was ist das für eine Oma? Kirchenattraktivität. Tiefseetaucher. Kommissar. Vollzugs... Was? Vollzugsgeschwindigkeit? Ach, Polizeirevierer, so. Kakao, Kautschuk, Baumwolle, Kaffee und Bananen. Produktivität. Ja, das wäre ja eigentlich... Das wäre ja eigentlich so eine supergeile Tussi.
wo mir jetzt irgendjemand sagen würde, ja, Alter, nimm das. Wo ich aber erst später zukomme. Trefferpunkte. Das erhöht einfach nur die Lebenspunkte. Ich hier ist so ein Billigmatrose. Hier ist nochmal ein Schleppermatrose. Zusatz. Ah. Der ist super gut, aber den habe ich glaube ich schon. Schadensverlangsamerung. Ja, ich brauche irgendwie. Ich brauche so einen super geile Kapitän oder so. Oh, ich bin so doof. Da habe ich mir so fett an die Fresse gehauen. Als ich die eine Expedition gemacht habe und ich diesen Flammenwerfer bekommen habe. Ja. Und ich den nicht angenommen habe. Das war so dumm. Ich habe gesagt, dass man das halt nur einmal einsetzen kann oder dass ich sowas total scheiße finde. Ja. Ja, aber den hätte man nun endlich mal einsetzen können. Das ist nur eine 45 Sekunden Abklingzeit gewesen und nicht, dass man den nie wieder mehr einsetzen kann. Das ist total. Gott. Ich meine natürlich was? Total traurig müsstest du sein. Am Boden zerstört. Ich bin schon wieder biestig, es tut mir leid. Biestig? Biestig. So Leute, was ist jetzt mit eurem Scheiß rum hier? Kriegen wir das auch nochmal geschissen? Die tun halt rumkugeln. Die essen rumkugeln. Das ist der Öltanker. Das bist du? Deine Aquana, die mich nicht grüßt. Hier kommt rum. Das war viel zu wenig. 50, 50, wieso hat er nur 19? Tantopia zu Monte. Kann das sein, dass ich jetzt zu wenig rum produziere? Der Rum kommt überhaupt nicht hinterher. Ja, ne? 30. Oder kommt das Holz nicht hinterher? Doch, das Holz kommt hinterher. Ja, ne? Ich habe das erste Mal was gebaut, nach über 15 Minuten. Kann ich da was hinbauen? Ja, doch, komm. Was ist das denn? Ah, egal. So, jetzt müsste ich gleich mal aufpassen, dass ich hier irgendwie noch genug Plots hinmache. Hey, die Selbstgespräche gehen auch wieder los. Findest du das nicht, Knorke? Total. Voll geil. Davon träumt sie immer nachts. Nein. Die holde Vibe. Maid. Was? Aber wohin denn? Was ist das denn für ein Dschungel? Steht hier irgendwo ein Holz? Nein. Wieso habe ich hier einen Dschungel? Weg damit. Scheiß Ungeziefer, will keinen haben. Ich könnte jetzt was sagen. Ich lass es jetzt. Ich weiß schon, was du gedacht hast. Ich benutze Haarentfernungscreme unten, Jenny. What the fuck? Das wolltest du nämlich sagen. Nein! Nein! Nicht? Das ist ja komisch. Nein! Keine Felder. Ist die Musik nicht schön? Total. Zack, das geht nicht. Das geht immer. Wo ist meine Pizza? Da ist meine Pizza. In deinem Magen. Nee, ist noch nicht fertig. So, was haben wir jetzt? 13. Da gehen noch 3. Wie ich es liebe, wenn man sich Pizza bestellt und die Pizza nicht geschnitten ist. Das ist aber irgendwie ein ziemlich beschissener Service. Von wem hast du denn die Pizza bestellt? Das verrate ich dir nicht. Ich mache hier keine Schleichwerbung. Ja, in deinem Fall wäre es eine ziemlich negative Aufbringung für den Laden. Dafür schmeckt's.
Ja, das sollte auch immer schmecken. Den Scheiß, den man sich bestellt. Oh. Ich habe übrigens mein Fenster auf. Falls irgendwelche komischen Geräusche zu hören sind, das bin nicht ich. Stimmt, das bin ich. Ja. Könnt ihr alle schön auf Jenny schieben. Ja. Naja, die haben ja schon die Schmatzgeräusche. Das sieht schon richtig unglaublich geil aus. Wow. Außer das da. Eine neue Stufe zum reinscrollen. Was habe ich? Eine neue Stufe zum reinscrollen. Eine Stufe? Ja, die haben das optimiert, dass du näher rankommst. Ach so, dass du schneller aufsteigst und mehr Einfluss kriegst? Nein. Was für eine Stufe? Ach so, Attraktivität-Dinger? Nein. Vom Zoom. Was will mir die Frau sagen? Vom Zoom. Zoom? Ja. Zoom. Ach, zum Rauszoomen oder zum Reinzoomen? Zum Reinzoomen. Ich merke jetzt hier keinen Unterschied. Kannst du näher rankommen? An dir gerne. Lass die Witze sein. Wieso? Hä? Warte mal. Nee, du warst es nicht. Oh, Alter. Ich bin nie etwas. Was bist du? Ich war es grundsätzlich nie. Wenn irgendwas passiert in der Arbeit, ich war es nie. Wenn sich irgendwas grundsätzlich ändert? Nein, wenn irgendwas passiert. Achso, du warst es dann nie. Genau, dann war ich es nie. Alter, egal, willst du mich war, ich war es nicht. Will ich was? Was ist denn das hier für ein Müll? Leute, mach mal ein bisschen schneller. Das sieht sehr komisch aus, ich weiß, aber ey. Wer sieht komisch aus? Weiß ich nicht. Geil! Der bemerkenswerte Fall des Seekadett. Was? Jagdglück. Ups. Schick. Welch eine Innovation! Ihr Kapitän wartet auf weitere Befehle. Heben Sie die Moral und gehen Sie alle über Bord. So, jetzt mal gucken. Also jetzt dürfte er... Warte mal, kurz mal lucken. Wieso ist das Zuckerrohr immer noch so scheiße langsam? 22. 532. Ja, können wir mal rechnen. Hier, wo sind mein rum hier? Der ist rum. 16. Brauche ich jetzt nochmal 4 mehr, oder was? Boah, dann brauche ich schon wieder... Achso, Arbeitskräfte? Also John Leros ist das nur? Irgendjemand hat mir auch gesagt, dass man hier unbedingt mal was besser machen soll. Das könnte ich auch wirklich mal machen, aber brauche ich Einfluss für. Weißt du, ich habe mich schon gefreut, dass du jetzt schneller Einfluss kriegst. Ausgebrochen. Gebäude drehen ist ein neues Geräusch. Wenn du ein Gebäude drehst, das macht jetzt irgendwie so ein ganz helles Klack, Klack, Klack. Hörst du es, Jenny? Das Klacken, ja. Ist das so schön. Ja, das ist wunderschön. Ne? Total. Ja. Ich irgendwo, freu mich. Irgendwo ist eine Krankheit ausgebrochen, das ist mir gerade voll egal. Es ist mir egal. Was? Ich kauf mir ein Regal. Es laggt. Ja. Irgendwie ist mein Overlay weg. Dann siehst du ja nur die Hälfte. Okay. Nee, oben. Die Leiste fehlt bei mir. Alles gefixt, oh. Gar kein Problem. Nee, wo der Einfluss und so weiter steht, eigentlich. Also oben links das Ding? Ja. Deine Hat-Einblendung? Meine was? Deine Hat-Einblendung?
Und jetzt auf Deutsch. Es ist doch auf Deutsch. Aha. Ja? Entweder du hast es oder du hast es nicht. Ich hab's nicht. Reicht das so? Keine Ahnung. Nicht dann. Habt ihr überhaupt eine Kirche in der Nähe? Hier gibt's sogar keine Kirche. Hä? Was baue ich denn hier für einen Müll? Ich weiß, die Frage habe ich schon 1000 Mal gestellt dabei. Du, das mit der Leiste oben, das stört mich wahnsinnig. Also ich weiß nicht, was du hast. Man kann alles bei mir wunderschön sehen. So. Ja, ich meine, jetzt wird, glaube ich, das Holz wieder weniger, oder? Ich sehe weder meinen Einfluss, noch mein Einkommen, noch irgendwas anderes. Solange es bei mir alles läuft. Und gleich so rumheulen. Hey Jenny, bei mir funktioniert nicht mehr, lass mal abbrechen. Boah, Alter, Schnittholz geht ja richtig schnell weg. Dieses gammelige Schnittholz, Mann. Ach komm, ich habe nicht mehr so viel Platz für den Müll. Hä? Ach so. Ja, diesem scheiß verkackten Ölfleck da. Der Ölfleck in meiner Hose. Warte mal, wo ist eine Krankheit ausgebrochen? Oh, toll. Und ich habe natürlich kein Hospital hier. Ja, nö. Das hätte mir vielleicht doch nicht so egal sein sollen. Jetzt ist die Stadt nicht mehr so schön. Ja, Leute, ihr müsst kurz warten, bis das Hospital gebaut wird. Solange kratzt ihr mir bestimmt alle nicht ab. So, kann ich jetzt hier irgendwie noch irgendwo was hinklatschen? 83%. Boah, dann baut mal. Ja, wie gesagt, das mit Bier und Nähmaschinen will ich eigentlich jetzt noch nicht machen. Dazu müsste ich erstmal wieder Handwerker machen und so eine Scheiße. Andererseits, ich habe gerade eh nichts anderes zu tun, oder? Obwohl ich würde meinen Investoren auch gerne mal wieder weiterbauen will. Darauf lässt sich aufbauen. Solange da steht, zufrieden steht, ist alles in Ordnung. Wann ist die nächste Stufe erreicht? 1750? 1750. Oh Gott, dann kommt Schmuck. Wir schlingern ins Ungewisse. Ah ja, ich muss auch gleich mal gucken, ob irgendwelche Expeditionen da sind. Ein Riss im Schiffrumpf kann nicht sein. Mein Schiff ist aus Stahl. Also irgendwas stimmt bei mir nicht. Was du nicht sagst. Nee, ohne Scheiß. Du bist wahrscheinlich auf irgendeine Taste gekauft oder Tastatur. Nee, auch ich kriege auch die Expedition fürs DLC nicht. Ich meine, ich habe den Season Pass. Season Pass? Ja, ne? Alles wartet wieder auf die Frau. Du kriegst die Expedition immer noch nicht? Nein. Ist auch komisch, dass bei dir keine Frage kam, ob du das aktivieren willst, ne? Ja. Hä? Und sagen wir mal, du hättest das DLC jetzt nicht. Trotzdem können wir zusammen spielen? Weiß ich nicht. Aber ich meine, ich habe ja das DLC schon bei mir installiert. Ich war ja schon in der neuen Welt. In der dritten Welt. Ja, warum? Hä? Alles gefixt, gar kein Problem. Oh Gott, das war hier, ne? Hier hatte ich Eisen. Wenn ich auf die Karte gehe, sehe ich es halt auch nicht. Wenn ich auf die Weltkarte gehe. Weil normalerweise ist das... geh mal auf die Weltkarte. Ja, ich weiß. Hab dich schon gesehen, die Expedition. Ja, da. Die ist da rechts im Westen. Im Osten. Genau, quasi schon unser Kontinent, aber auf der unteren Seite rechts. Da kann man bei mir alles nachsehen im Let's Play. Bin ich hier schon Arbeiter? Ja. Wird hier Bier produziert? Die wollen Brot haben. Weizen haben die sogar.
Verstehe ich nicht. Wieso habe ich hier kein Brot? Ja, Jenny hat leider... Jenny hat leider so ein kleines Problemchen. Oh Gott! Wieso habe ich das nicht verbessert? Gibt's hier Leben? Hier gibt's kein Leben. Ach, Mann. Okay, dann brauche ich... Auf Ihren Befehl. Einsamer Stern. Oh. Minen und Steinbrüche. Also Minen. Also das gilt auch für die Goldmine, ja? Müsste ich mir den eigentlich erstmal... Irgendwann ist es soweit, wenn ich alle Spezialisten habe.